Es gibt wirklich viele Charaktere im Mario Franchise und wir alle kennen zumindest ein paar und haben unter ihnen natürlich auch unsere Favorites. Ich denke mal, ihr wisst, wer es bei mir ist. Das war ein Witz, ne? Nicht nur wegen ihren Charaktereigenschaften, sondern auch aufgrund ihres wiedererkennbaren und simplen Designs. Die meisten dieser Charaktere haben aber nicht schon immer so ausgesehen, wie wir sie heute kennen. Sie sahen früher teilweise noch ganz anders und ungewohnt aus, beziehungsweise haben teilweise im Laufe der Zeit ein paar sehr interessante Veränderungen in ihrem Look durchgemacht. Wir werden deshalb im heutigen Video einen Rückblick auf frühere Designs und Concept Arts von Mario-Charakteren werfen und uns ansehen, was sich im Laufe der Zeit an ihnen verändert hat, in welchen Variationen einige Charaktere früher mal aufgetreten sind, beziehungsweise auch, wie manche von ihnen ursprünglich mal aussehen hätten sollen. Ein Like und ein Abo für den Support wäre jetzt wirklich noch eine super Sache, wenn dir meine Themen und Videos gefallen und du ab sofort nichts mehr verpassen möchtest, aber nun wie immer viel Spaß beim Zusehen. Here we go! Wir beginnen mit unserem Lieblingsklempner, der zu seinen Anfängen ab dem Arcade-Spiel Donkey Kong aus dem Jahre 1981 in seinem 8-Bit-Design natürlich so aussah. Klar, jeder kennt dieses Design. Bereits in Super Mario Bros. 2 hat sich sein Design dann schon verändert und das war daraufhin eigentlich immer wieder der Fall. In Super Mario Bros. 3, Super Mario Land sowie Super Mario World. Irgendwann war er dann nicht mehr so pixelig und sah deutlich besser und realistischer aus. Nee, nicht in Super Mario 64, sondern ab Super Mario Sunshine in der 3D-Mario-Reihe. Und dann kam natürlich eine ganze Zeit später nochmal ein neues Design von ihm im Mario-Film letztes Jahr. Change my mind, aber ich mag das Design wirklich sehr. Aber nur im Film, in dem Spiel brauche ich das jetzt nicht. 2023 bekamen wir dann das aktuell neueste Design von Mario zu Gesicht und ich muss sagen, sieht das scheiße aus. Sorry, aber ich mag das Aussehen von Mario in Mario Bros. Wonder mal so absolut gar nicht. Gerade wenn er klein ist, sieht er so aus, als wäre er eben von der Müllpresse zusammengedrückt worden. Mein Lieblingsdesign von ihm ist und bleibt safe das aus Mario Odyssey und wenn wir von früher sprechen, würde ich ganz klar das aus Mario World nehmen. Bei Marios Bruder Luigi war es am Anfang zunächst etwas spannender, denn als Luigi das erste Mal im Arcade-Spiel Mario Bros. Aus dem Jahre 1983 aufgetreten ist, war er ganz und gar nicht der Luigi, den wir heute kennen. Er war dort nämlich einfach nur eine billige Kopie von Mario, nur dass er halt grün und nicht rot war. Keine anderen Fähigkeiten, keine weiteren Besonderheiten, einfach nur grün! Das war auch in Super Mario Bros. Noch so. In Super Mario Bros. 2 hat man dann jedoch schon einen Unterschied auch bezüglich seiner Form und nicht nur seiner Farbe gesehen. Danach haben wir natürlich ebenfalls wieder im Mario Bros. 3 und Mario World Look und auch er hat sich äußerlich dann irgendwann zu einem High-Quality-Luigi entwickelt, der natürlich jetzt am Ende vom Style genauso wie Mario im Mario-Film sowie in Super Mario Bros. Wonder aussah. Deswegen habe ich bezüglich der Entwicklung seines Designs eigentlich die gleiche Meinung wie bei Mario. Allerdings kennt ihr ihn noch gar nicht in seiner Mr. L-Form aus Super Paper Mario. Dort sah er einfach völlig anders aus, in einem viel dunkleren und bösartigeren Look, weil er im Endeffekt auch in einer gewissen Weise böse war. Ungewollt natürlich. Nun switchen wir rüber zu der bekanntlich ebenfalls schon sehr früh im Arcade-Spiel Donkey Kong seinen ersten Auftritt mit diesem 8-Bit-Design hatte. Interessant wird's aber, wenn man sich jetzt die Zeichnungen zu seinem alten und seinem neuen Design im Vergleich ansieht, denn während das alte noch zu seinen Anfängen verwendet wurde und er damit auch grundsätzlich immer als Bösewicht zu Mario galt, der ihn dann später aufgrund des großen Erfolgs seines Franchises in den Schatten gestellt hat, wurde später daraufhin sein Character-Design überarbeitet und neu aufgefasst, welches sich dann in seinem ersten eigenen Abenteuer in Donkey Kong Country aus dem Jahre 1993 gezeigt und bemerkbar gemacht hat. Und das war auch der richtige Weg, denn mit diesem Look kennen wir ihn bis heute und das lässt ihn von seinen Anfangszeiten als Bösewicht so natürlich deutlich unterscheiden, denn er ist mittlerweile ja überhaupt kein richtiger Bösewicht mehr, auch wenn er und Mario natürlich trotzdem noch auf Kriegsfuß stehen. Der nächste Charakter wird ziemlich spannend, denn erstens geht es diesmal um ein verworfenes Design eines Charakters und zweitens ist es Rosalina. Und da bin ich natürlich instant verliebt. Kurz aufgegriffen habe ich diesen Fakt auch schon in meinem eigenen Video über Rosalina. Könnt ihr, by the way, sehr gerne abchecken. Denn sie sollte ursprünglich tatsächlich mal so aussehen. Was, Bruder? Keine Angst, das ist nur ein Concept Art und kein Design von ihr, was es irgendwann mal in irgendeinem Game geschafft hat. Aber die Veränderungen sind schon interessant. Ich meine, sie ist in diesem Bild deutlich älter, mit einer Bienenstockfrisur, allerdings auch königlicher dargestellt. Wie wir wissen, ist sie ja nur eine Prinzessin. Und die Veränderungen zu diesem deutlich jüngeren Design mit den jetzt offenen hellblonden Haaren und dem Sternstab, sowie dem anders aussehenden Kleid, das dem von Peach und Daisy sehr ähnlich sieht, ist schon sehr bemerkenswert. Und Nintendo, ich danke euch für ihr neues Design, denn ich habe damit auf jeden Fall meine Favorite-Prinzessin aus dem Mario-Franchise gefunden. Verliebt!
Okay, lassen wir es bleiben und gehen stattdessen einfach mal weiter zu Daisy, wenn wir gerade schon von ihr gesprochen haben. Sie kam das erste Mal in Super Mario Land vor und, joa, war halt da, aber hatte jetzt rein optisch nicht so wirklich krasse Besonderheiten oder Merkmale. Anders war das schon in der Zeit des N64, zum Beispiel mit Mario Party. Hier sieht sie Peach noch viel ähnlicher, beinahezu genauso aus wie sie, nur halt wieder mit anderen Farben. In Rändern wie diesem aus Super Smash Bros. Melee merkt man dann allerdings schon einen deutlichen Unterschied, denn hier sieht sie auf jeden Fall anders als Peach aus. Der Übergang zu ihrem heutigen Design kam dann nämlich erst in der GameCube-Ära, was man erneut in Mario Party ganz gut erkennen kann. Die kürzeren Haare, die Blumen als Markenzeichen und so weiter. Ihre Farbe hat sich also schon deutlich früher zu der heutigen geändert, ihr restlicher Look allerdings erst nochmal ein ganzes Stück später im Nachhinein und ich denke, der ausschlaggebende Grund dafür wird einfach gewesen sein, dass sich Nintendo gedacht hat, hey, Daisy sollte nicht so ähnlich zu Prinzessin Peach aussehen. Macht auch Sinn und finde ich sehr gut, diese Entscheidung. Damit wir heute aber auch alle drei Prinzessinnen aus dem Mario-Franchise durchgenommen durchhaben, komme ich jetzt noch kurz auf Peach zu sprechen. Mega langweilig, sagt ihr? Nun, das dachte ich zuerst auch, aber wenn man mal etwas genauer hinschaut, dann gibt es in ihrem Character-Design tatsächlich ein paar sehr spannende Ausnahmen. Sie existierte nicht einfach nur in verschiedenen 8-Bit-Designs in den früheren Spielen und sah danach fast immer gleich aus. Nee, habt ihr schon mal an Paper Mario 2 gedacht? Nö. Dort kann man sie, wie auch in einigen Mario-Sportspielen, nicht mit offenen Haaren, sondern mit einem Zopf sehen, kurz nachdem sie geduscht hat. Keine Angst, ich habe nicht durch den Spiegel hier geschaut. Und hey, das ist auch Peach. In einem Krusionenkostüm. Und hey, das ist auch Peach. Mit einem Unsichtbarkeitstrank-Intus. Und hey, das ist auch Peach. Ohne Farbe. Und hey. Das ist auch... Moment, was? Yep, auch das ist sie. Allerdings nur mit einem alles vernichtenden Dämon fusioniert. Macht euch keine Sorgen. Ihr seht also schon, dass auch sie im Laufe der Zeit viele verschiedene Designvariationen hatte. Am besten sieht sie meiner Meinung nach immer noch in den neueren Paper Mario Teilen ab Color Splash, aber vor allem mal wieder im Mario Film aus. Feier ich halt schon extrem. Grüße gehen raus an Nintendo. Was ich auch feiere, ist die Entwicklung von Yoshis Aussehen. Er kam das erste Mal in Mario World in verschiedenen Farben mit diesem Look vor, den wahrscheinlich jeder kennen wird. Ansonsten ist euer Leben jetzt zu Ende. In Yoshi's Story und Yoshi's Island sah er dann natürlich nochmal anders aus, hat jedoch rein prinzipiell von der Art und dem Konzept seinen Look beibehalten. Und was zum Geier ist eigentlich hier oder dort in Smash Melee mit ihm passiert? Das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Design von ihm also gar nicht gut. Es sieht einfach nur fucking falsch aus. Liegt eventuell auch daran, weil wir heute alle schon eher sein neues Design gewohnt sind und zumindest ich das deutlich ansprechender finde. Was ihr aber vielleicht noch nicht wusstet ist, dass unser guter alter Dino-Freund ursprünglich nicht erst für Super Mario World, sondern bereits für Super Mario Bros. Eingeplant war. Hier wollte Miyamoto nämlich zuerst, dass Mario ein Pferd reitet und dann kam der Gedanke, hey, ein Dinosaurier würde vielleicht doch besser passen. Man konnte ihn dann allerdings aufgrund der limitierten Hardware leider nicht in Super Mario Bros. Umsetzen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon ein Concept Art für ihn existierte. Danach hat man die Idee mit ihm allerdings nicht verworfen, sondern einfach nochmal ein bisschen an seinem Design rumgeschraubt und das hat uns dann letztendlich zu seinem finalen Look in Mario World geführt. Apropos Mario World. Wenn wir schon mal dabei sind, müssen wir auch gleich noch über die Koopalinge sprechen, denn die sahen früher nach ihrem ersten Auftritt in Super Mario Bros. 3 ebenfalls in Super Mario World noch ganz anders im Vergleich zu den modernen Mario-Spielen aus. Genauso war es übrigens im Super Mario Bros. 3 Cartoon. Hier interessanterweise jedoch nicht unbedingt von ihrem eigentlichen Look, denn an ihrer Form und ihren Frisuren kann man in ihrem früheren Design im Vergleich zu heute gar keine allzu starken Unterschiede erkennen, dafür jedoch vor allem in ihren Farben. Morten war früher gelb, Ludwig weiß oder Iggy blau, like WTF. Bei den modernen Koopalingen hat sich also hauptsächlich ihre Farbe maßgeblich verändert. Ich denke, über Bowser muss ich nicht groß reden, denn der hatte aufgrund seiner verschiedensten Verwandlungen einige unterschiedliche Designs. Interessant war jedoch sein früheres Aussehen. Gerade auf manchen Covern sah er schon nochmal etwas anders aus, vor allem hier. Ich meine, er ist ja einfach blau. Am besten finde ich ihn aber grundsätzlich als Knochen-Bowser, weil er damit schon am meisten Style hat und in diesem Design gar nicht mal so selten aufgetreten ist. Ansonsten würde ich sein Traumdesign aus Mario & Luigi Dream Team Bros. Als meinen Favoriten betiteln, gerade weil das bis heute einmalig war und etwas Einzigartiges an sich hatte. Bowser Jr. ist genauso interessant, auch wenn man es zuerst vielleicht nicht vermuten würde. Wie wir wissen, trägt er ja grundsätzlich immer dieses komische Latztuch. Meistens trägt er es um seinen Hals herum, aber es gibt auch Situationen, in denen er es direkt um seinen
seinen Mund herum als Maske anhat. Das ist zum Beispiel in New Super Mario Bros. Teilweise der Fall, allerdings nur dann, wenn man gegen ihn in seiner stärkeren Form kämpft. Das heißt dann, wenn man ihn nicht einfach nur durch simple Sprünge besiegen konnte, sondern erst seine Koopa-Panzer auf ihn zurückschleudern musste, um ihn benommen zu machen. Ernsthaft, mir ist es lange gar nicht bewusst gewesen, dass man daran erkennen konnte, in welche der beiden Kampfformen er auftritt. Ansonsten hat er natürlich noch in Mario Bros. Wonder ein sehr geiles Reskin bekommen, hat ihn aber leider am Ende nicht gerade besser oder besonders gemacht. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt noch drei weitere Schergen von Bowser an, angefangen mit Kamek. Nein, das weiß doch jeder, dass es Magikoopa heißt und nicht Kamek. Denn hey, ihr erinnert euch bestimmt noch an Yoshi's Island, oder? Nö. Diese Viecher hier sind Magikoopas und auch das sollen Magikoopas in Mario Party 5 sein. Ziemlich weird, oder? Vor allem, weil sich Kamek bzw. auch Magikoopas von ihrem äußeren Design, abseits ihrer verschiedenen Farben, eigentlich so gut wie nicht unterscheiden. Ein weiterer, eher standardmäßiger Gegner wäre Monty Maulwurf, den wir bis heute grundsätzlich in diesem Design am besten kennen. In Mario World sah er allerdings zum Beispiel noch so aus und jetzt kommt's, in Mario Sunshine hatte er dieses Design. Was zur Hölle ist das? Das könnte mein besoffener Großonkel sein, ernsthaft. Saufen, Freunde! Am Ende hätten wir noch König Buhu, einer der wichtigsten Schergen von Bowser. Ich denke, ihr ahnt es schon, aber er sieht in herkömmlichen Mario-Games ziemlich anders aus im Vergleich zur Luigi's Mansion-Reihe. In der Luigi's Mansion-Reihe ist sein Aussehen nämlich viel gruseliger und düsterer gestaltet, da er dunkle und leuchtende Augen, eine Kristallkrone und eine blaue Zunge hat, während er in herkömmlichen Mario-Games einfach nur Standard wirkt. Aber dieses gruselige Design passt halt auch perfekt zum Vibe und zur Handlung der Luigi's Mansion-Reihe dazu, weshalb ich es sehr bevorzuge und mir eigentlich wünschen würde, dass Nintendo dieses Design ab sofort immer verwenden würde und ihn nicht zu einem Opernsänger mutieren lässt. Was soll das? Damit hätten wir uns jetzt auch schon die früheren sowie alternativen Designs zu den meiner Meinung nach wichtigsten Mario-Charakteren angeschaut. Habt ihr noch weitere Charaktere, die früher ein besonderes, anderes Aussehen hatten oder sich im Laufe der Zeit mal kurz oder langfristig optisch geändert haben? Dann schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare und natürlich auch euer Lieblingsdesign von den Charakteren, über die ich heute gesprochen habe. Nun aber danke fürs Liken, Abonnieren, Zusehen und ganz besonders natürlich an meine Kanalmitglieder und bis zum nächsten Mal.